Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Direwolf 20. Ich wollte gerade wieder fast Tagwort gesagt haben. Mit dabei der Mulle. Hallo. So, und was hast du eigentlich heute vor, jetzt in dieser Aufnahme? So eine gute Frage. Ich guck mal, was es noch so für lustige Dinge von Botania gibt, die man sich jetzt craften kann. Irgendwas Tödliches oder so. Mach das. Also mein Ring gefällt mir schon mal sehr. Ich habe heute etwas Spezielles vor, das werde ich dir später zeigen, was. Ich glaube, die wissen schon mal was. Alter, ich habe gerade das gesehen, was ich dafür. Wohl, warte, die ist. Ich glaube, das sollten wir schon mal großteils haben. Muss ich mal gerade schauen. Brauchst du gerade irgendwie die Runen großartig? Weiß nicht, ich denke mal. Okay, ich mache auf jeden Fall eine spezielle Blume, die werde ich dir aber erst später zeigen, wenn sie fertig ist. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt wird in der Aufnahme. Ich glaube, das könnte lustig werden. Okay, also was war das jetzt? Wir brauchen einen Kuchen und Schnee. Sollen wir kurz Schnee farmen? Soweit ich weiß, ja, da oben ist Schnee schon. Easy. Aber eben die Reaktion war auch geil, als hier Chris auf den Server gekommen ist. Da war es ja noch nicht da. Alter, wieso habe ich zwei FPS-Einbrüche? Soll ich mal deine FPS wirklich zum Einbruch bringen? Wieso? Komm mal kurz mit nach draußen und schau nach oben. Ja, schau nach oben. Habt ihr das etwa alles erfahren? Die Reaktion fand ich sowas von genial. Ich glaube, ich habe was Lustiges gefunden. Ich mache. Ich muss mal gerade ganz schön was nachschauen. Haben wir großartig Obsidian? Ich habe ein bisschen was zusammengefarmt. Ich glaube, ich brauche 11. Alter, wie draußen auf dem Baum einfach nur die ganzen Viecher stehen. Müsste. Hier. 49 haben wir. Ja, das reicht, danke. Ich mache jetzt irgendeinen Botania-Multiblock. Was er so hundertprozentig macht, weiß ich noch nicht. Aber irgendwie kann man da Mana zum Verzaubern nutzen. Warte. Was machst du? Was, wie heißt das? Enchanting ist Mana. Irgendwie Mana-Enchanter. Ach, das, könnten wir. Wollte ich eigentlich mal in der Aufnahme machen. Okay. Also, wenn, würde ich halt ganz ehrlich sagen, lass mal das von was anders machen. Okay. Okay, wo. Ich schau mal gerade was. Was du vielleicht machen könntest. Wo haben wir es? Könntest du mir vielleicht mal so ein Horn of the Wild machen? Genau danach bin ich gerade am gucken, was das überhaupt macht. Ich habe nämlich gerade die Aufstellversion davon gefunden. Was macht das überhaupt? Damit kannst du halt Gras, was auf dem Boden liegt und so weiter, einfach so einmal reintusten und weg. Okay. Und da ich ja draußen noch was planieren wollte, irgendwann mal. Jetzt kann man dort lustig Scheiße bauen. Ja. Nachfinden. Ach ja, das habe ich nicht gesagt, weil ich dich beschäftigen will oder so. Ah. Oh, ich gehe gerade nach draußen und da ist wieder Besuch vom lustigen Creeper. Achso, das Ding ist ja in 5 Sekunden gecraftet. Ey. Nächste Folge kommt auf jeden Fall, hätte ich diese scheiß Blume an. Magnum Torch. Ja, Magnum Torch. Hab die Schnauze voll. Alter, das kann nicht sein, dass hier alle 2 Minuten so ein. Ja, hau ab, du scheiß Witch. Gott, alle 2 Minuten kommt so eine scheiß Hexe oder sowas rein. Das nervt langsam. Wo hast du die Silk Touch Hacke? Ja, den Hammer habe ich im Inventar. Okay, kannst du mir den mal hingeben? Kannst du ihn dir gerade abholen kommen? Klar. Bin im Lager.
der ich noch irgendwie farmen. Hier ist ein wenig. Ja, ja, Griff und so. Hier. Ja, danke. Hast du mich gerade weggeschlagen? Nein. Du hast mich weggeschlagen, oder? Danach, aber davor nicht. Ich wollte dich töten, solange du noch ein halbes Leben hast, ja, aber das hat funktioniert. Ich kann vergiftet werden, dass ich schnell genug gefuttert habe, ansonsten wäre ich jetzt tot. Funktioniert Silk Touch nicht auf Gras? Doch. Okay, das war jetzt das. Water. Okay. Dup. Ja, das funktioniert nicht. Weiß ich irgendwie nicht, wie ich an Gras kommen soll. Ah, das ist jetzt ein bisschen. Geht das vielleicht einfach mit einer Schere? Ey, ich kann den scheiß Mannersbrüder nicht umsetzen. Mann, ich komme. Mann, bei dir da nicht stimmt. Okay, welchen Mannersbrüder wohin? Für den Wundig-Altar. Geht das echt problemlos? Bei mir gerade nicht. Was wird das? Ah, wirst du sehen. Warte mal. Ach, du hast noch nicht eingeschaltet, ne? Nein. Du bist aber echt gerade ein bisschen neugierig, was das wird, ne? Ja, ich will wissen, ob zum Teufel ein Kuchen mit drin ist. Ja, das brauche ich für eine Rune. Und das Schere funktioniert übrigens. Was? Gras abhauen. Also. Glücktasch ist nicht. Erzähl. Warte, was willst du jetzt gerade kaputt machen? Das Gras auf dem Boden, was wächst, oder? Ja, das Gras aus dem Boden, was wächst. Nee. Ich dachte jetzt, du meinst ein Grasblock. Nein, gesagt. Ja, das ist klar, dass das nicht mit Silk Touch geht. Gut. Das haben wir, dann brauchen wir jetzt das. Oh, glaub mir, das könnte lustig werden. Hört sich gesund an. Was? Dieses Geräusch. Geräusch. Hast du gerade irgendwas gemacht, oder? Ja, ich habe das Horn theoretisch benutzt. Okay. Oh, mein Sound war nicht zu leise. Aber ich glaube, das braucht man Mana. Weil irgendwie macht das nichts. Geh mal nach draußen und versuch mal das Gras kaputt zu machen. Ah, hier drin mit dem Gras funktioniert das. Nee. Achso, jetzt reden wir von dem Gras, okay. Ja. Ah, das funktioniert. Okay. White Mana. Das gefällt mir. Damit kann man ziemlich gut die Mystical Flowers farmen. Ja, jetzt muss ich mal was. Ich hab die falschen sogar rausgenommen. Rot, grau, weiß. Gut. Okay. Unser Feld habe ich auch erfolgreich vernichtet. Okay. Ich weiß nicht, ob das mir gefallen soll. Ach. So, grundlegend mal schauen, ob das jetzt klappt. Ah, oh, ich sehe es.
Ich mach das andere Feld schon. So. Dann muss ich vielleicht mal was vorbereiten. Ganz schön was craften. Unsere Entities haben, glaube ich, auch dran geglaubt. Oh nein. Ich bin mir so ein Ding auch selber schuld. Ich weiß jetzt schon, dass ich das in die Hand gedrückt habe. Ich finde den Text ja von dieser Blume, der daneben steht, so geil. Von welcher Blume? Die ich gerade gecraftet habe. Okay, wo ist die? Die habe ich noch im Inventar, du siehst es gleich, was sie kann. Okay. Das kann weg, das auch. Das und weg. Dahin. Das brauche ich. So, kommst du mal kurz nach oben? Oh. Oh, ich gucke schnell, wo kann ich Getreide unterbringen? Dringend das funktionierende ME-System. Noch Wunder. Ich warte jetzt quasi wirklich nur auf dich, ne? Ja, ich bin da schon auf dem Weg. Da das Ganze was gefährlicher wird, will ich das eigentlich hier zwischen den Sachen machen, die du gerade aufgebaut hast. Okay. Also der Text, also die Blume an sich ist, das ist die Entropinium. Und der Text lautet Magical Girls are an Option. Gut, dann würde ich sagen. Okay. Setz mal die Blume mal hier hin und zündelt ein bisschen rum. Du hast ja, damit du hast großartig damit Mana. Ja. Also die Entropinium ist quasi momentan eine der besten Mana-Quellen, die möglich sind. Okay, ja gut, dann sollten wir da vielleicht auch Mana-Spreeder ranrotzen. Ja, das ist jetzt in der Blume drin gespeichert, keine Sorge. Ja, die ist jetzt halt nur voll. Ich weiß jetzt nicht, wie viel aber verloren gegangen ist. Die hatten quasi, soweit ich das weiß, macht ja mit den kompletten internen Speicher von der Blume voll. Okay. Ja gut, wäre auch vernünftig, aber nur weil es vernünftig wäre, heißt das ja nichts. Ja. So. Ich mach da mal gerade einen Mana-Spreeder. Oder machst du schon? Nee. Ich hab nur Runen abgeliefert. So, dann mach ich noch einen. Und wir brauchen ja noch einen Goldbarren. Gold? Ich habe jetzt noch 9 Goldbarren im Inventar, die tue ich mal einfach dazu, ne? Naja, hau rein. So, Mana-Spreeder. Na. Ey, ich kann den einfach nicht wechseln, ne? Vergiss es, ich kann den einfach nicht umdrehen. Ja, und ich mach's schnell. Ich frag mich echt, was bei dir los ist. Probier mal den Wand hier aus. Ja, jetzt müsste ich nur noch gerade aus dem Wasser raus. Da hast du mit irgendwas verbunden. Ich weiß nur noch nicht mit was. Ah, mit dem geht's. Mit dem nicht. Ah, dann werf den direkt mal weg. Das ist echt so. Oder gib dir mal mir, ich will was überprüfen. Also,
Boah, der macht nichts. Ja, komm direkt weg damit. Du siehst, der Mana-Pool wird schon noch nicht gefüllt davon. Moment. Ich hab keine Mond, ich kann nicht nachgucken. Moment. Ja, weg. Oh. Ich mach. Geh mal weg, ich mach mal eine neue dahin. Fire in the Hole! Ja, ich glaube, es gibt ganz guten Mana. Mhm. Vor allem werden wir auch einiges an Mana brauchen für die nächsten Aktionen, weil wenn wir langsam so einen ordentlichen Mana-Vorrat haben, würde ich sagen, könnten wir uns auch mal dran wagen an das nächstbeste Material. Weißt du, was das ist? Boss. Terra-Steel. Okay, cool. Und ich würde sagen, von Terra-Steel machen wir uns dann auch mal eine komplette Rüstung, wir beide. Ja, würde ich sagen. Mit meiner dreiteiligen, nahezu kaputten Eisenrüstung rumzulaufen, ist eigentlich nicht mehr so zeitgemäß. Weil, weißt du, was das Geile an Terra-Steel ist? Was? Ganz einfach. Ich schau mal, ob ich das gerade im Lexica Botania finde. Wo haben wir's? Mana Manipulation. Terra-Steel. Also, Terra-Steel wird halt gemacht, indem man das, okay, dazu kommen wir jetzt mal später. Man braucht generell für Terra-Steel braucht man hier so eine Plattform, so eine Terrestrial Agglomeration Plate. Die ist nicht ganz billig. Dann brauchen wir pro Terra-Steel eine Menge Mana, ein Mana-Steel-Ingot, ein Mana-Diamanten und eine Mana-Perle. Okay. Das Problem ist, wenn man die Items, wenn die zum Terra-Steel gemacht werden, aufheben würde, ist das ganze Mana, was verbraucht wurde, verloren. Und jetzt das Krasse. Weißt du ungefähr, wie viel man für ein Terra-Steel braucht an Mana? Wie viel? Einen halben Mana-Pool. Oh, das ist viel. Ja. Und wir können halt Sparks benutzen, damit das Ganze schneller wird. Sparks sind nämlich eigentlich, glaube ich, auch noch dazu, um Mana weiterzuleiten. Dafür sind die Mistdinger da. Also das wird dann generell so aufgebaut, dass da Living Rock ist in den vier Ecken. Also das ist ein 3x3 Feld. In vier Ecken ist es Living Rock. Dann dazwischen Lapisblöcke und diese Terrestrial Agglomeration Plate da drauf. So, jetzt schaue ich mal gerade, wo die Terrestrial Armor. Also von der Protection her ist es wie Diamant, bloß wir kriegen Leben dazu, wenn wir sie tragen. Wie viel? Also soweit ich das im Kopf habe, war das einiges. Das ist schön. Leben sind immer gut. Du hast noch ein Eisengolem-Knüppel für den Morph. Ah. Was ich mir auf jeden Fall als allererstes machen möchte, ist, oder was wir uns auch machen sollten, ist eine Terra Blade. Bloß das Problem ist da brauchen wir halt immer so ein Mana-Tablet dabei, weil das pro Schlag Mana verbraucht. Achso, okay, ja. Das Geile ist, wenn wir das schwingen, besteht eine Chance, dass es einen Strahl erzeugt, der Damage macht. Also quasi für die Eisig-Spieler unter euch. Ihr schlagt drauf und ihr habt die Chance, dass ein Brimstone kommt. Lustig. Ja gut, und wegen Mana-Verbrauch, du kannst ja generell aus dem Mana-Tablet eine Wing craften. Das Ding speichert dann viermal so viel wie ein Mana-Tablet. Ja, perfekt. Also kann man das schon ganz... Ich glaube, das sind dann zwei Mana-Pools, die das Ding fasst. Ja, super. Und doch ein Mana-Tablet schafft einen halben Mana-Pool. Und was ich auch nochmal machen möchte, einen Terra Shatterer. Das ist eine Pickaxe, die man leveln kann. Die hat verschiedene Ränge. Und wie man die levelt, die muss man einfach im Mana Pool schmeißen. Also circa zwischen. Es gibt die Ränge D, C, B, A, S und. Ja, jetzt wieder ein schöner Kommentar.
Und es gibt den Rang SS. Oh, war ja was. Also, um dann halt den Terra-Shatterer von Rang D auf C zu bringen, braucht er halt ein paar Sekunden in dem Mana-Pool. Von Rang C auf Rang B braucht er schon einen ganzen Mana-Pool. Und ja, das Ganze zehnfacht sich dann. Das muss dann halt so lange machen, bis er dann Rang SS hat. Oh, ich merke schon wieder die Kommentare, das ist lustig. Und naja, das... Ja, das geht später auf jeden Fall mal ab. Kannst du ja später mal im... beim Singleplayer anschauen. Ja, mache ich, glaube ich. Was ist das denn für Videos? Nein, das Schwert muss ich mal ausprobieren, das klingt echt lustig. Videos, Pickaxe. Wir könnten uns eigentlich schon voll lange so eine Silk-Touch Pickaxe machen. Oh, haben wir jetzt den Hammer? Ja. Silk-Touch ist ja jetzt nichts, was wir 24-7 benötigen, nur irgendwie so pro Situation mal, wenn überhaupt. Was? Mhm. Ach, so ein Lianenball ist das. Ja, ich habe mir gerade so ein bisschen nachgeschaut, was er noch machen könnte, aber ich würde sagen, wir müssen jetzt auf jeden Fall ein paar Mana-Pools machen, ein bisschen an Mana zusammensammeln, damit wir dann mal loslegen können bezüglich Terra-Stil. Ich glaube, mit dem Mana kommen wir nämlich nicht sonderlich weit. Also grundlegend müssen wir da wirklich einige schon in diesen Stationen machen. Ja. Aber ich habe das Gefühl, die Hydro-Dinger, die produzieren eigentlich schon ganz gut. Ja, wenn man da einige aufbaut, dann produzieren die auch super. Hm? Gut, aber ich würde sagen, ich habe mich gerade gewundert, warum ich fliegen konnte. Ich wollte sagen, das war's dann für diese Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Ciao.